Leute, soeben wurde spontan ein neuer Trailer von Apex Legends veröffentlicht, und zwar der Inner Beast Collection Event Trailer. Und schon morgen völlig ohne Ankündigung startet das Event. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich möchte euch gleich den Trailer zeigen. Der geht gar nicht so lange. Es gibt einen Modus, es gibt ein neues Erbstück, ein Recolor. Ganz kurz nochmal in eigener Sache. Die meisten von euch haben schon sehr, sehr positiv abgestimmt. Es gibt in Zukunft regelmäßig auf meinem Kanal wieder was zu gewinnen. Von Very Tasty, ein bisschen Knabberzeugs. Genaueres, schaut euch das letzte Video an. Ich möchte es jetzt nicht nochmal durchgehen. Es wird in den nächsten Tagen noch ein Tasting-Video geben, wo ich alle Sachen, die ich im letzten Video gezeigt habe, probiere. Und dann wird es einmal pro Monat was zu gewinnen geben. Ein kleines Care Package für den Gewinner mit fünf schönen Sachen mindestens drin. Wird auf jeden Fall eine feine Sache. Wir kommen jetzt zum Collection Event Trailer. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal den Inhalt. Es gibt keine Patch Notes, ganz wichtig. Und danach zeige ich euch gleich den Trailer. Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Inner Beast Collection Event heißt das Event. Es funktioniert folgendermaßen, natürlich außerhalb von Ranked. Wir spielen ganz normal Publics. Davon gehe ich mal aus, dass es Publics ersetzen wird. Das ist wie beim letzten Event. Das fanden viele nicht so geil mit dem Final Fantasy Event zum Beispiel. Du warst halt gezwungen, dauerhaft dieses Event zu spielen. Wenn du keinen Bock darauf hattest, musstest du dich eben für Mixtape entscheiden oder Ranked, was sehr, sehr schade eigentlich ist. Deswegen vielleicht ist es auch ein eigenständiger Modus, oder du kannst halt Standard Public spielen, das weiß ich nicht. Ihr seid in der Lage, dieses Teil hier zu finden. Das ist so eine Art Datenteil, ein Datenpad wird das genannt. Und wenn du dies findest, wird über eine bestimmte Zeit ein gegnerisches Squad, irgendeins völlig random ausgewählt, was auf der Karte markiert wird, als würdet ihr gerade einen Beacon scannen, also diesen Scan, wo du die Gegner markierst, wie bei Kryptos, Spot of Kings Canyon zum Beispiel, über einen gewissen Zeitraum. Die Gegner werden gewarnt, und wenn du in einem Umkreis von 70 Meter bei den Gegnern befindest, dann werden die, oder dann kommt erst die Warnung, dann wissen die, oh, die Jäger sind quasi, also die Beute wird sozusagen gewarnt, und wenn du dieses Datenteil findest, bist du quasi der Jäger. Das spawnt random auf der Karte, und wenn ich das hier richtig verstehe und lese, scheint es so zu sein, als könnte die Jagd irgendwann nach, keine Ahnung, vielleicht 1, 2, 3 Minuten vorbei sein. Wenn du das in der Zeit nicht schaffst, deine Beute zu töten oder vielleicht als Jäger sogar getötet zu werden, dann spawnt irgendwo so ein anderes Teil, und dann bist du nicht mehr der Jäger, dann bist du vielleicht ein Standardgegner oder eben die Beute. Eins von diesen Sachen. Ungefähr so grob wird es funktionieren. Wir sehen eine Menge Skins. Es ist ein Collection-Event, natürlich. Wir schalten das Recolor von Octane frei. Ist auch schon länger bekannt, dass dann Recolor in der Mache ist. Und in diesem Event morgen wird es erhältlich sein. Was haben wir sonst? Also, wie gesagt, alle Skins, die ihr seht, würde ich jetzt behaupten, müssten alles Recolor-Skins sein. Bloodhound und die Car, Caustic und die Spitfire. Wir haben die Wingman und Rampart, Gibby und die Prowler und die Vault und Loba. Und noch ein paar mehr Skins. Sind jetzt nicht alle, die ich euch hier zeige. Ansonsten gibt es noch einen Price Tracker. Wir können ein bisschen was freischalten. Final wäre das ein Vantage Skin oder ein Bojack Bow Skin und noch ein bisschen Kleinkram. Und hier sogar ein Anhänger vom aktuellen oder von dem neuen Erbstück für Octane. Ob das Recolor-Gedöns jetzt, ob da vielleicht irgendwas ein bisschen günstiger ist, wenn ich mich jetzt nicht völlig verlesen habe, steht da leider nichts geschrieben. Aber hier haben wir den Store übrigens. Kommen noch ein paar Skins wieder mit in den Store oder in die Store Rotation rein, die ganz, ganz geil waren. Auch aus anderen Events, wenn ich mich jetzt nicht irre, der Bang-Skin, der ist ja auch recht geil. Der war, glaube ich, auch mal Event-exklusiv, wenn ich mich nicht täusche. Und genauso auch das Pack mit Horizon und der Vault. Oder? War das Event-exklusiv? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ja, doch. Das war ein Event hier, der Pathfinder-Skin, der war ebenfalls aus einem Event. Also skintechnisch auf jeden Fall recht geil, aber leider Gottes muss ich wieder mal sagen, sehr, sehr schade, dass das fast alles oder eigentlich ausschließlich Recolor-Skins sind. Auch wenn das sieht man im Trailer jetzt gleich, richtig, richtig geil. Es passt halt alles gut zusammen, wenn du da ein Squad hast, die alle so in dem Skins rumlaufen.
Sieht das schon geil aus. Leute, ansonsten würde ich sagen, wechseln wir jetzt nochmal hier hin. Knalle euch noch den Trailer um die Ohren. Der sieht echt sehr, sehr nice aus. Bin in den Kommentaren natürlich auf eure Meinung gespannt. Schaut, wie gesagt, das letzte Video nochmal mit der Mystery Box und schaut mal, ob das vielleicht was für euch ist. Ihr könnt mal abstimmen, ob ihr das geil findet oder nicht. Aber wie gesagt, es wird dann in Zukunft völlig kostenlos regelmäßig was zur Verlosung geben, was ja auch eine feine Sache ist. Und wer das nicht so geil findet, ist natürlich auch völlig in Ordnung. Ladies and Gentlemen, viel Spaß jetzt bei dem Trailer. Today's a good day to cheat day. The Allfather has blessed our target with new means of survival. Simply remarkable. The path to victory has changed. If the gods are to will it, our hunt must be one of patience. Raise tag. Take him down. Down to mark. Nature doesn't pull her punches, so why would I? Surprise? Suspend your disbelief. Another squad's pouncing on us. Bangs out. My motto's one shot, one kill. Father bless you. Your death will be my honor. Slow and sure. The story's got it wrong. Hare crushes tortoise every time.